Hi, ich bin Lea, ich bin 26 Jahre alt und ich bin 1,95 Meter groß. Für mich denke ich oft, das ist quasi, wenn man angesprochen wird, boah, bist du aber groß, ne? Boah, ich mag aber große Frauen, dass das der einzige Art ist, wie man angesprochen wird, weil ich glaube, ich wurde selten anders angesprochen als so. Egal, wo ich hingehe, auf der Straße, auf der Party, ist es immer das Erste, was man zu mir sagt, auch wenn man mit mir flirten will. Das finde ich schon interessant, weil ich glaube, bei anderen körperlichen Merkmalen wird das selten so gemacht wie bei großen Leuten. Also ich war auch schon durchaus mal zum Beispiel auf Dating-Plattformen unterwegs und da habe ich immer reingeschrieben, dass ich sehr groß bin, einfach damit es zu keinen Überraschungen kommt, wenn man sich dann trifft. Männer reagieren manchmal interessant auf mich, vor allem wenn sie so knapp kleiner sind als ich, ist das, glaube ich, für sie eine komplett neue Welt, dass auf einmal eine Frau größer ist, weil sie größere Männer sind. Natürlich mit 1,90 ist man ein großer Mann und die reagieren dann manchmal, also nicht wirklich aggressiv, aber sie wollen mir dann unbedingt beweisen, dass sie doch größer sind als ich, versuchen sich noch größer zu machen oder erzählen mir dann, wie komisch das ist, dass ich so groß bin. Und da muss ich eigentlich nur drüber schmunzeln, weil es tut mir ein bisschen leid für sie. Hallo Mars. Ich bin Hannah. Ich bin 27 Jahre alt und bin die beste Freundin von Lea. Also wenn wir zusammen unterwegs sind, werden wir auf jeden Fall angeguckt, aber auch wenn wir alleine sind, werden wir angeguckt. Angesprochen werden wir eigentlich ständig von allen Menschen und jetzt, letztes Wochenende erst wurde uns ein Lied gesungen für die Tall Ladies, ein Blues-Song in der U-Bahn-Station. Ja, voll toll. Mega unangenehm, ehrlich gesagt. Ja. Und auch sonst ständig eigentlich, vor allem wenn man Leute neu kennenlernt. Einmal waren wir zusammen auf einer Party. Und da wurden wir so richtig, also schon beleidigt. Also da war ein Mann, der war sehr energisch, was die ganze Sache anging und meinte dann, dass wir viel zu groß für Frauen wären und dass wir niemals glücklich werden könnten. Was auch, also es zieht sich so ein bisschen durch. Ne? Das ist, was mir schon öfter von mehreren Leuten gesagt wurde. Und das war, also der ist völlig ausgeflippt. Wenn ich draußen in der Welt unterwegs bin, gibt es natürlich einige Sachen, die einfach nicht so wirklich für meine Größe gemacht sind. Also sei es jetzt Bus und Bahn, überall stoße ich so ein bisschen mit meinen Knien gegen die vordere Reihe, was unangenehm sein kann. Und da muss ich schon ein bisschen darauf achten, was auch so Thrombose angeht, weil sonst wird es schmerzhaft. Bemerkt wurde, dass ich schneller wachse, eigentlich schon bei meiner Geburt, weil ich schon deutlich größer war als andere Kinder. Meine Mutter erzählt immer, dass ich nicht in diesen Strampler, den man vom Krankenhaus bekommt, reingepasst habe. Ich war schon im Kindergarten eigentlich immer einen Kopf größer und dann wurde ich auch schon mit 5 eingeschult. Das heißt, dann in der Schule war ich immer die Jüngste in der Klasse, aber immer die Größte. Mit 12 Jahren war ich dann schon relativ groß. Da kam so der große Wachstumsschub kurz davor und da war ich dann schon 1,80 groß. Ich war dann wirklich manchmal auch 1,5 Köpfe größer als die anderen. Und dann kamen so langsam so Unsicherheiten. Natürlich so Mobbing-Anflüge kamen dann schon. Ne, die lange Bohnenstange und was mich, glaube ich, sehr fertig gemacht hat, dass ich dann immer so quasi so als Junge dargestellt wurde. Ich erinnere mich zum Beispiel auch einmal, da bin ich ins Mädchenklo auf der Schule gegangen und da waren ein paar Mädchen drin und die haben sich so erschreckt, dass sie geschrien haben und haben dann mir verkündet, dass sie dachten halt, ich wäre ein Junge. Das hat mich irgendwie sehr damals irgendwie tief verletzt. Also unsere ganze Familie ist ja sehr groß. Meine Oma ist auch relativ groß gewesen für die damalige Zeit. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass sie gesagt hat, wenn du noch so weiter wächst oder du bist schon viel zu groß, dann kriegst du niemals einen Freund, dann kriegst du niemals einen Mann. Was sollen wir mit dir machen? Das habe ich dann irgendwann auch selbst gedacht. Wir gucken gleich mal zusammen in meine Tagebücher und da sind ein paar Situationen drin, wo ich quasi, wo es um meine Größe geht oder darum, dass ich unbedingt einen Freund haben will und quasi keinen finde und es ganz tragisch finde. Und die würde ich gerne mit euch teilen. Ich lese euch mal was vor. Es bedrückt mich, dass ich keinen Tanzpartner für den Abschlussball habe. Das ist echt ein Problem. Ich glaube, ich bin einfach zu groß. Hier gibt es noch einen ganz interessanten Beitrag von mir am 24. Dezember. Weihnachten. Heiligabend war echt super und ich habe alles bekommen, was ich wollte. Außer einen Freund. Also das war die Zeit, wo ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich, weil ich so groß bin, dass ich nie jemanden finden werde. Und ich glaube, das
scheint hier auch so ein bisschen durch aus der ganzen Sache. Und ich war wirklich, das war so ein sehnlichster Wunsch von mir, endlich irgendwie, ich glaube, die Bestätigung zu bekommen, die ich dann damals gebraucht habe, weil ich so unsicher war. Wenn ich so an die Zeit zurückdenke oder jetzt auch durch das Tagebuch lese, also mich hat schon sehr viel beschäftigt auf verschiedenste Dinge. Also jetzt die Größe war nicht das riesigste, größte Thema. Aber das zieht sich so ein bisschen durch, dass ich schon sehr unsicher war. Mit 12 sind wir dann nochmal zu einer Spezialistin, die sich mit größentechnischen Dingen auskennt, gegangen. Und die hat dann festgestellt, dass ich so um den Dreh 1,95, also das wird immer plus minus 10 cm, weil das keine genaue Wissenschaft ist. Und dann war ich quasi damit konfrontiert, dass ich vielleicht 2,5 Meter groß werde. Das war für mich eine Horrorvorstellung, dass ich so groß werde, weil ich mich damals schon so unwohl mit meinen 1,80, 1,85 gefühlt habe. Ich habe total geweint, als ich das rausgefunden habe. Deswegen wurde mir eine Therapie vorgeschlagen, die eigentlich für Krebspatienten vorgesehen ist. Und damals war das so ein bisschen experimentell, dass man das vielleicht doch auch probieren könnte, bei Mädchen vor allem, die nicht mehr weiter wachsen wollen, die aber eigentlich, also die, wo das nicht der Tumor der Grund ist, sondern die einfach so viele Wachstumshormone ausstoßen. Hallo Mama, dieses Medikament, was ich bekommen habe, wie standest du da damals dazu, dass ich das genommen habe, also dass ich das auch nehmen wollte? Also ich war dafür, weil die Nebenwirkungen, die gesagt wurden, sehr gering sind. Einziger Nachteil waren die Spritzen. Die Therapie sah folgendermaßen aus, dass ich mir jeden Tag selbst eine Spritze geben musste. In den Oberschenkel habe ich das damals gemacht und das Ganze ja, ging über 2 Jahre und ist dann einfach irgendwann zur Routine geworden. Ob diese Therapie erfolgreich war, kann man halt extrem schlecht abschätzen. Also ich bin noch weiter gewachsen. Ich glaube, als wir angefangen haben, war ich so 1,85, 86 schon. Deswegen war dann auch nicht mehr so viel plus minus. Minus war ich ja dann schon drüber. Letztendlich bin ich 1,95 Meter geworden. Wie denkst du so darüber, über das Ergebnis? Also hast du dir das so vorgestellt oder hast du dir vielleicht auch mehr erhofft? Also im Endeffekt habe ich mir schon mehr erhofft. Also ich hatte schon erwartet, dass du unter 1,90 Meter bleibst. Also natürlich, ich wollte das damals und ich bereue das in dem Sinne nicht. Aber ja, das so zu machen, so einfach aus einer Angst heraus, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Wie siehst denn du das? Ja, das Problem eigentlich so sehe ich, dass ich dich im Grunde überfordert habe mit 12, so eine Entscheidung zu treffen. Weil ich habe es dir überlassen. Also ich meine, ich hätte ja auch genauso sagen können, nein. Also das ist dann schon ein Problem, das ich mit mir zu tragen habe, klar. Aber ich glaube, wenn du Nein gesagt hättest, ich wäre so böse gewesen. Ich wollte nicht. Ach so, okay. Aber das ist genau das, was man nicht so genau weiß, was man nicht einschätzen kann. Ich habe halt dem Arzt vertraut, dass wenig Nebenwirkungen sind und habe halt das Beste gehofft. Ja, ich bin ja schon ganz schön stolz auf dich, wie selbstbewusst du bist und wie du durchs Leben gehst und wie locker du das siehst, so wie ich das mir eigentlich immer erhofft habe. Du bist toll süß, Mama. Doch, so ist es doch. Alles klar. Tschüss, Mama. Mach's gut. Ciao. Irgendwann ist es so ein bisschen total in den Hintergrund gerückt, dass ich jetzt so groß war. Diese ganzen Ängste, die ich von 12 bis 14 hatte, sind irgendwann einfach weggefallen, weil ich gemerkt habe, es ist überhaupt eigentlich gar nicht so schlimm, groß zu sein. Ein großer Faktor, warum ich dann auch auf einmal plötzlich eigentlich selbstbewusster geworden bin, war Hannah. Sie wirkte extrem selbstbewusst, sie war auch fast genauso groß wie ich. Und das hat mir so geholfen, dass wir dann auf einmal zusammen in der Welt unterwegs waren und zusammen Unfug machen konnten. Ich glaube, die Größe hat vielleicht keine aktive Rolle gespielt in unserer Freundschaftswerdung, dass wir Freunde geworden sind. Aber ich glaube, passiv auf jeden Fall. Also, dass man sich irgendwie dann vielleicht sympathischer war oder man gemerkt hat, wir teilen viel und man ist irgendwie nicht so allein als größte Person. Ich habe sie immer so als extrem selbstbewussten Mensch wahrgenommen, auch wenn das vielleicht gar nicht so war. Aber ich finde, das hat sie so ausgestrahlt und das hat so ein bisschen auf mich abgefärbt, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, witzigerweise war es andersrum genauso, weil ich glaube nicht, dass ich sonderlich selbstbewusst war, aber ich glaube, ich fand, dass Lea so wirkt und dann dachte ich so, oh, die ist aber cool. Ja, wir hatten auch ein paar Spitznamen, die wir so ein bisschen auch erst manchmal später rausgefunden haben, dass Leute hinter unserem Rücken das immer gesagt haben.
Ja, zum Beispiel Inspector Long and Even Longer. Das ist mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Ich glaube, es ist aus einem Film. Und ja, Twin Towers. Ja, bescheuerte Namen haben sich Leute auf jeden Fall ausgedacht. Aber ich glaube, sie haben uns jetzt nie so richtig getroffen. Aber vielleicht auch, weil wir zu zweit waren. Mit 16 hatte ich dann auch meine erste Beziehung. Da habe ich gemerkt, okay, anscheinend hindert mich das nicht daran, dass ich groß bin, Beziehungen zu führen. Als ich dann gemerkt habe, Beziehungen sind kein Problem, ich kann Beziehungen fühlen, ich finde jemanden für mich, war das schon so ein Aha-Moment, okay, ja, es ist einfach kein Problem. Also das, was meine Oma gesagt hat, stimmt einfach überhaupt nicht. Damals war das irgendwie auch sehr wichtig für mich, dass auf jeden Fall mein Partner größer sein muss als ich. Das ist ja, glaube ich, das wird uns so eingebläut, dass das das Wichtigste überhaupt ist, dass man als Frau nach oben gucken muss. Jetzt merke ich, es ist völliger Schwachsinn. Also die größten Struggle beim Shoppen sind auf jeden Fall Hosen, Schuhe auch. Vor allem, wenn man jetzt so sehr feminine Schuhe haben will. Das geht ziemlich schlecht. Wenn wir in normalen Läden shoppen gehen, dann ist es meistens so, dass man ja, dass es ein bisschen drauf ankommt, was man sucht. Also wenn man eine Hose sucht, die wirklich bis zum Ende des Beins geht, dann ist es schwierig. Die muss man, also ich zumindest, im Internet bestellen. Ja, ich habe auch bis jetzt, glaube ich, keine einzige Hose in dem Laden gefunden, die wirklich gepasst hat. Wir sind jetzt gerade bei den Damenhosen und haben mal geguckt, was das längste ist, was wir finden konnten. Ich glaube nicht, dass wir hier jemals eine in unserer Länge finden. Das ist, was eigentlich 38 wäre. Meine Mutter hat mir früher so Stulpen geschenkt, die man dann, die ich dann quasi an zu kurze Jacken. Ach, da kannst du auch noch eine Stulpe dran anziehen, dann passt das schon. Ich hab früher immer ganz viel Stiefel getragen im Winter, dass man die kurzen Hosen nicht gesehen hat. Oder im Sommer dann halt immer hochgekrempelt, sodass man dann irgendwie so, das Herbst und Frühling war so das einzige Problem, wo ich nicht genau wusste, was ich machen soll. Ich glaube, ich habe jetzt hier so die größte Hose gefunden, die ich finden konnte. Das ist Länge 34. Und ich probiere die jetzt einfach mal an und gucken, ob es klappt. 3, 2, 1. Ja, läuft, ja. Ne? 10 paar Zentimeter, würde ich sagen. Also ich glaube, bei der auf jeden Fall, die soll nicht so sein. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist eine typische Hochwasserhose, würde ich sagen. Hier könnte man noch so ein bisschen sagen, ja, ist ein Look. Und manchmal kann man hier dann noch so die Naht auftrennen, auch ein Trick. Und nochmal umnähen. Da hat man noch einen Zentimeter mehr. Dass ich damals mit 12 quasi in mein Wachstum eingegriffen habe, sehe ich heute ziemlich kritisch. Also ich bereue das nicht, dass ich das gemacht habe. Es ist halt so gewesen und es ist ja auch zum Glück nichts Schlimmes passiert, also keine Nebenwirkungen. Aber ich finde es schon seltsam, dass man das mit Kindern macht, dass man so viel Last auf sie legt. Also in den nächsten Jahren, also ich würde echt so sagen, ab 16, 17 bis heute, also ich bin jetzt 26, hat Angst und Scham überhaupt keine Rolle mehr eigentlich in meinem Leben. Und also mir muss auch wirklich sagen, mir ist es einfach sehr egal, was Leute sagen, was sie tun. Und also deswegen, also ich habe wirklich, ich bin extrem in mein Selbstbewusstsein einfach reingekommen und es ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Diese True Doku ist mir wichtig, um vor allem vielleicht Frauen, die auch groß sind, die damit irgendwie immer noch Probleme haben, um zu zeigen, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist und eigentlich was super Schönes und dass es Spaß machen kann, groß zu sein. Körper sind Körper, die tragen uns durch die Welt, die sind einfach da und sie sind schön, so wie sie sind. Schaut doch auch mal bei Dieb und Deutlich vorbei. Dort spricht Sophia Thiel über ihre Essstörung. Und vergesst nicht, True Doku zu abonnieren.